Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Ja, es ist inzwischen, nur falls es irgendwen mal interessiert, 18 Uhr geworden. Ich wollte eigentlich schon seit einer Stunde aufnehmen. Mindestens, eigentlich seit eineinhalb Stunden. Aber so ist das. So, gut, wir hatten hier Flasche Brandy bekommen. Wofür brauchen wir den denn? Können wir den dort benutzen? Gucken wir mal. No? Ah, Pinguin mit Brandy abfüllen. Dann machen wir das doch. Es wäre unnütz, gefährlich und grausam. Es würde heißen, dass ich keinen Respekt vor diesen edlen Geschöpfen habe. Alles klar. Ich habe moralische Einwände. Okay, alles klar. Dann müssen wir das wohl dem Vieh überlassen. Ist doch klar. Okay. So, Nate, gib doch mal hier dem Vieh. Nein, nicht mit ihm reden. Brandyflasche geben. Der hat bestimmt keine Skrupel, dem blöden Kleinen. Süßen Kleinen, Entschuldigung. Süßen Kleinen Pinguin abzufüllen. Dachte ich's mir doch. Alles klar. Einmal schütteln. Jui. Ich weiß zwar noch nicht, was uns das bringt. Ach, der läuft immer im Kreis. Kann das... Nö. Der macht doch gar nichts. Hat das jetzt irgendwas gebracht? Hat das was gebracht? Steht da rum. Im Frack. Betrunken. Okay. Gibt's noch was? Ich habe ja noch die Anzeige, dass irgendwas passiert. Anscheinend nicht. Okay. Was haben wir denn noch? Ich weiß zwar nicht, was uns das gebracht haben soll. Ich hoffe, die beiden wissen, was sie tun. Nerdig genug sehen sie zumindest schon mal aus. Nerdig genug. Hallo, wie geht's voran? Sehr kaputt. Das stimmt. Ja, sieht so aus. Ersatzteile fehlen. Ersatzteile? Was für welche? Kolben, Dampfmaschine. Ein Kolben für die Dampfmaschine fehlt? Habt ihr sowas nicht unten in eurer Werkstatt? Nein, leider. Und Maschinenöl. Feinstes Maschinenöl. Okay. Brauchen. Dringend. Verdammt. Also schön. Ich kümmere mich darum. Gut, dann müssen wir das also besorgen. Na gut, wobei die haben gesagt, haben sie es nicht, ne? Dann würde ich sagen... Fragen wir doch mal unseren lieben Kumpel. Hey Cornelius. Ach Cornelius, ja. Wie lautet das Codewort? Codewort? Was für ein Codewort? Das Erkennungswort, das ich dir gegeben habe. Ich würde es dir gerne geben, Cornelius, aber dazu musst du mir das Wort erst einmal nennen. Das habe ich nicht. Nope. Und wozu überhaupt ein Codewort? Verstehst du denn nicht? Nope. Der Yeti im Eis. Erst war da der Yeti. Dann habe ich erneut hineingesehen und plötzlich war da ein heruntergekommener Mensch. Ein Gefangener, wie ich erst dachte. Ja, und bei mir war dann ein gut aussehender Abenteurer. Exakt.
Jetzt hast du es begriffen. Naja, noch nicht ganz. Ist dir denn nicht klar, was das bedeutet? Nicht. Der Yeti ist ein Gestaltwandler. Ah. Mhm. Macht natürlich Sinn. Und weil der Yeti ein Gestaltwandler ist? Kann ich nie sicher sein, in welcher Gestalt er sich hier reinschleicht. Hm. Und deswegen das Codewort. Richtig. Der haarige Bursche hat mich lange genug an der Nase herumgeführt. Aber jetzt kenne ich sein Geheimnis. Aha. Und wie lautet das Codewort? Melon. Okay. Ich brauche feinstes Maschinenöl für die Reparatur der Mary. Hm. Ich habe solches Öl. Eine ganze Kanne voll. Mhm. Ausgezeichnet. Doch ich kann es dir nicht geben. Schlecht. Hm. Ich brauche es für mein Yeti-Kostüm. Ich brauche nicht viel, nur ein paar Tropfen. Und was, wenn genau diese paar Tropfen den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen? Und was, wenn ich mich an den Yeti heranschleiche und kurz bevor ich ihn habe, mein Anzug quetscht? Hm. Und ich dann denke, hättest du dem netten jungen Mann besser nicht dein feines Maschinenöl gegeben, dann hätte jetzt... Sehr gut. Das heißt, erst wenn du den Yeti gefangen hast, bekomme ich das Maschinenöl. Richtig. Hm. Großartig. Auf Wiedersehen, Cornelius. Versuche nicht auf den Kopf zu fallen. Okay. Tja. Okay. Hm. Jetzt komm. Ich habe da so eine Idee. Ich mich auch. Wenn Cornelius so verrückt ist, wie ich glaube, könnte ich ihn mir damit vielleicht aus dem Weg schaffen. Jetzt bin ich aber mal gespannt, ob das auch nur annähernd das ist, was ich meine. Okay, das meinte ich nicht. Ich wollte eigentlich Cornelius hier rein. Hey, Cornelius! Aber, okay. Wie lautet das Codewort? Hm. Brutzelberger Landleberwurst. Du bist der Yeti und du bist im Käfig. Sieht so aus. Dann habe ich gewonnen. Wenn du meinst. Das ist ja fantastisch. Moment, das war zu einfach. Hm. Warum sperrst du dich selber ein? Das macht keinen Sinn. Es sei denn, du... Oh, du... du gutes Geschöpf. Hast du es denn auch bequem dort im Käfig? Hier im Käfig. Könnte ich ihn vielleicht auch einmal ausprobieren? Diesen Käfig? Ja, warum nicht? Nun, also... Nun komm schon. Oder hast du etwa was zu verbergen? Nein, aber... Also gut. Ja! Endlich habe ich dich! Oh nein! Du dachtest wohl, du könntest mich hinters Licht führen, oder? Aber nein, mich nicht! Mich nicht! Es war ein perfider Plan. Du hast nach und nach alles aus meiner Höhle in die Zelle geschleppt und wolltest mir weismachen, ich wäre in Freiheit, während ich tatsächlich die ganze Zeit in der Zelle saß. Wie lange wolltest du diese Spielchen mit mir spielen, Yeti? Hm, naja... Du warst ein würdiger Gegner, das gebe ich zu. Aber am Ende war ich eben doch ein bisschen schlauer als du. Jetzt sitzt du da in deiner Falle und ich werde meinen Kollegen endlich den Beweis für deine Existenz liefern können. Sobald ich die Geheimtür gefunden habe, die nach draußen führt... Tja, ich gebe mich geschlagen. Manchmal dachte ich, ich verliere noch den Verstand. Aber es hat sich gelohnt. Es hat sich alles gelohnt. Ja, du hast gewonnen. Vielmehr interessiert mich, wo... Ah, da ist es. Okay, das war nicht das, was ich geplant hatte. So überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass man damit rechnen konnte. Eine Kanne feinstes Maschinenöl.
Aber gut, bei der Verrücktheit des Kollegen Cornelius könnte man, okay, aber trotzdem, ne, eigentlich war das nicht das, was ich wollte. Also soweit hatte ich es noch nicht durchdacht, dass ich einen konkreten Plan gehabt hätte, aber nun gut, haben wir zumindest schon mal Maschinenöl. Ich habe Maschinenöl aufgetrieben. Ausgezeichnet. Fehlt nur noch der Kolben. Tja, den werde ich wohl erst im U-Boot kriegen. Sehe ich das richtig? Hey, Fee. Hm? Bis dann. Was soll ich machen? Wir haben einen Pinguin mit Alkohol vergiftet, um einen Menschen ins nasse Grab zu schicken. Ich liebe gewaltfreie Spiele. Sieht verdammt kalt aus, das Wasser. Ich wäre da nicht schwimmen gegangen. Noch ein Keiler? Sieht verdammt kalt aus. Okay. Was haben wir denn da? Ich wage zu bezweifeln, dass sich die Luke von hier aus öffnen lässt. Da tut sich gar nichts. Okay. Kann Kollege Vieh denn da vielleicht trotzdem durch? Der kann sich vielleicht dran vorbeizwängen. Das hier ist kein Zoodampfer! Pinguine und andere Viecher haben keinen Zutritt! Okay. Wie werden wir den jetzt noch los? Können wir dem vielleicht erzählen, dass sein Kollege weg ist? Wenn die Viecher keine Dampfmaschinenkolben haben, dann ist Munkos Schiff wohl die einzige Alternative. Also los. Halt! Wer sind Sie und was wollen Sie? Ich komme von der Gewerkschaft und bin hier, um mich über die Arbeitsbedingungen an Bord zu informieren. Alles in Ordnung, junger Mann? Sie wissen schon, was der Chef mit den Jungs gemacht hat, die einen Betriebsrat gründen wollten? Will ich es wissen? Nein, wollen Sie nicht. Und Sie wollen auch kein Gewerkschaftsvertreter sein. Also, wer sind Sie? Okay. Mein Name ist Petra, ich bin Tierschutzaktivistin. Tatsächlich? Klar, ich liebe alle Tiere, auch die hässlichen. Hätten Sie nicht wenigstens sagen können, Sie seien der Yeti-Spinner? Den sieht man meistens in Verkleidung und den hätte ich Ihnen vielleicht sogar abgenommen. Also, wer sind Sie? Okay. Mein Name tut nichts zur Sache. Ich habe deinem Boss ein Angebot zu machen. Ein Angebot, das er nicht ablehnen kann? Natürlich könnte er es ablehnen, aber dafür muss er es sich erst einmal anhören. Da ist was dran. Gehen Sie rein. Ja, aber wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, reizen Sie ihn nicht. Okay, gut. Das war einfach. Moment, Sie dürfen rein. Aber das da kommt mir nicht aufs Schiff. Sorry, Kleiner. Warte hier auf mich. Na, kein Problem. Dann machen wir die Luke halt auf. Dachte ich zumindest. Wenigstens merkt das Vieh so nicht, dass es mir nur um den Kolben geht. Gucken wir mal hier. Lieber rechts oder lieber links? Rechts. Warum auch immer. Hey!
Zutritt nur für Crewmitglieder. Ich wollte nur... Raus auf der Stelle! Gut, damit wissen wir also schon mal, da rechts sind so ein paar Sachen, aber nichts. Und das muss. Wer bist du? Und warum sollte ich dich nicht qualvoll umbringen? Also... Moment! Ich kenne dich. Bist du nicht einer dieser kleinen Diebe aus Grogsen? Ich bin kein Dieb. Natürlich nicht. Man tut, was man tun muss, oder? Logisch. Das ist die richtige Einstellung. Man muss jede gute Gelegenheit ergreifen, die sich einem bietet. Nur so kommt man voran in dieser Welt. Also, was willst du? Ich habe viel zu tun. Das Böse lauert überall, wie es scheint. Überall? Genau wie Chancen. Ich wurde von einem verwünschten Ort dieser Welt zum nächsten geschickt. Doch ich habe gelernt, Gelegenheiten zu entdecken, wo andere nur Verzweiflung sahen. Ich hätte dir eine solch lyrische Sprache gar nicht zugetraut. Ich habe einen Schreiber. Hatte. Er schrieb viel Mist. Ich verstehe. Unbedingt. Warum hat man dich nicht irgendwo hingeschickt, wo etwas mehr los ist? Naja, ich bin als 9. von 6 Kindern geboren. Hä? Bei uns wird nur der Nachwuchs gezählt, den Mutter nicht gleich nach der Geburt verspeist. Und als 6. Kind hat man es nie leicht. 5 große Brüder und Schwestern, die es auszuschalten gilt. Aber endlich habe ich einen erfolgversprechenden Plan, der mich zu Mutters Liebling machen wird. Alle werden sie mir Respekt zollen. Natürlich. Was für ein Plan. Du bist neugierig, mein Freund. Weißt du, warum es in meinem Umfeld keine neugierigen Menschen gibt? Das interessiert mich nicht, überhaupt nicht. Genau. Steckt eine Menge Technik in diesem Ding, oder? Nur vom Feinsten. Die Leviathan gehörte meinem Bruder Grosch. Lass mich raten, er hatte einen Unfall. Nein, ich habe ihn getötet, um sein Schiff zu bekommen. Die Viecher da hinten am großen Felsen, naja, also, kann es sein, dass du dir etwas ausgeliehen hast und dann vergessen hast, es wieder zurückzugeben? Ich vergesse nie etwas. Ich habe ihr Herz, richtig. Und ich werde es behalten, bis ich bekomme, was ich haben will. Vielleicht könnte man da ein wenig verhandeln. Ich bin es nicht gewohnt zu verhandeln. Und ich werde jetzt nicht damit anfangen. Erst recht nicht bei dieser Sache. Nein. Das Herz wird der Schlüssel zu meinem kometenhaften Aufstieg sein. Okay. Wie konntest du das Herz stehlen, wenn es den Viechern so viel bedeutet? Eine Meisterleistung! Ich bin vor einem Jahr zufällig über ihre kleine Werkstatt gestolpert. Die haarigen Kerle waren schwer beschäftigt, ihr Heiligtum auf Vordermann zu bringen. Doch ihnen fehlten Rohstoffe, die es in dieser Gegend nicht gibt. Und da hast du den selbstlosen Helfer gegeben. Was hättest du getan? Ich konnte einen Blick auf das Herz werfen, als es noch in der Maschine steckte. Ich wusste, ich muss es haben. Also schenkte ich ihnen Material und Werkzeug, so viel sie nur wollten. Ich wurde ihr Freund. Dann täuschte ich einen Schwächeanfall vor. Sie brachten mich in ihr Heiligtum und damit in Reichweite des Herzens. Und was tust du immer noch hier? Ich dachte, dem Herz würde alle Macht innewohnen, verstehst du? Doch so ist es nicht. Es tut nichts. Gar nichts. Es funktioniert nur im Heiligtum, in der Maschine. Und die bewachen die Viecher mit ihrem Leben. Sie würden sie eher zerstören, als sie mir zu überlassen. Tja. Gut, ich würde aber sagen... Ich muss weiter. Nun gut, geh. Die Sache nach dem Kolben fragen, das machen wir gleich erst in der nächsten Folge. Genau.
ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Und ja, deshalb, wie es weitergeht, seht ihr und ich dann erst in der nächsten Folge von Let's Play The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Bis dahin!